ich Ihnen den heutigen, ja, Moment, ich muss das auch gerade machen. So, dann darf ich Ihnen den heutigen Vortragenden vorstellen, Professor Alexander Wöll von der Universität Potsdam. Alexander Wöll hat in München und in der Humboldt-Uni in Berlin studiert, Slawistik, Germanistik, Komparatistik auch und Geschichte. Er wurde 1999 promoviert in Slawistik an der LMU München mit einer Dissertation über Doppelgänger in der russischen Literatur, ein Thema, das eines sicher der zentralen und wichtigen Themen der russischen Literatur ist, wenn Sie etwa an Dostojewski denken, der einschlägig dazu publiziert hat. Und war dann im Anschluss wissenschaftlicher Assistent an der Uni in Regensburg in der Slawistik von 1997 bis 2005, wo er habilitiert wurde, 2005 mit einer Studie über den tschechischen Autor Jakub Deml. Das ist eine interessante Figur, schon insofern, als er neben seinem Schriftstellerberuf auch Priester gewesen ist, also ein schriftstellender Priester, wenn ich das mal so sagen darf, der für den tschechischen Surrealismus eine entscheidende Figur gewesen ist. Alexander Wöll war im Anschluss daran 3 Jahre Privatdozent, akademischer Oberrat an der Uni Regensburg, war aber auch 1 Jahr an der Universität Oxford tätig, bis er dann 2008 berufen wurde auf eine Professur für ost- und westslawische Philologie an der Universität Greifswald, wo er neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch verschiedene akademische Funktionen innehatte. Unter anderem war er auch Dekan seiner Fakultät, was ihn vielleicht dazu auch geführt hat, dass er als Präsident gewählt wurde 2014 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, wo er natürlich auch von seiner fachlichen Ausrichtung her bestens qualifiziert war. Dieses Amt hatte er 4 Jahre inne und dann ist er wieder in die Forschung und Lehre vollständig zurückgekehrt und hat einen Ruf auf einen Lehrstuhl für Kultur und Literatur Mittel- und Osteuropas an der Universität Potsdam erhalten, wo er bis heute noch tätig ist. Diese Bezeichnung des Lehrstuhls Kultur und Literatur Mittel- und Osteuropas weist schon darauf hin, dass Alexander Wöll einen äußerst breiten Bereich der Literaturen innerhalb der Slawistik abdeckt. Er beschäftigt sich nicht nur mit der russischen und der tschechischen Literatur, was von seinen Qualifikationsarbeiten her nahe liegt, sondern auch mit der polnischen Literatur, mit der slowakischen Literatur, mit der ukrainischen Literatur, mit der belorussischen Literatur. Und wahrscheinlich habe ich jetzt auch noch eine vergessen. Also es ist eine wahrscheinlich einzigartige Breite der ost- und westslawischen Literaturen, die er abdeckt. Und das ist sicher auch ein entscheidendes Merkmal seines fachlichen Profils. Ein anderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich der Literaturtheorie, die für die Slawistik ohnehin sehr prominent ist. Man kann sagen, was nicht alle wissen, dass die moderne Literaturwissenschaft und Literaturtheorie ihren Ursprung in Russland gehabt hat, im sogenannten russischen Formalismus, mit dem sich Alexander Wöll unter anderem auch beschäftigt und sich von da aus quasi in den Rest der Welt, zumindest der dann westlichen Welt, ausgebreitet hat. Also Literaturtheorie ist ein genuines Arbeitsgebiet der Slawistik und das wird von ihm eben auch sehr stark berücksichtigt. Ein anderer Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich von seiner Dissertation herkommen zu den Doppelgängern. Ich hatte es erwähnt, der Graphic Novel in den slawischen Literaturen. Graphic Novel kennen wir alle aus der englischen Literatur, aber es war im Grunde ein europäisches Phänomen und so eben auch sehr stark in der slawischen Literatur vertreten. Und er hat etliches dazu publiziert nach seiner Dissertation, hat sich auch mit Monstern in der osteuropäischen Literatur beschäftigt, hat mehrere Aufsätze über den Golem dazu publiziert. Also das ist ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit. Und dann natürlich über die Habilitationsschrift der tschechische Autor schon erwähnt, Jakub Deml, den er im Kontext von Surrealismus, aber auch von Avantgarde, von Mystik, nicht? Also auch das Religiöse spielt eine zentrale Rolle, auch von bildender Kunst sehr breit Kultur- und Literaturgeschichtlich behandelt hat und dazu viele Aufsätze veröffentlicht hat. Um noch einen letzten Schwerpunkt zu erwähnen, in den letzten
Jahren hat er sich auch intensiv mit den sogenannten Masculinity Studies, also im Rahmen der Gender Studies, befasst, also der Männlichkeitsforschung, ein sehr wichtiges und interessantes Forschungsfeld. Dazu hat er in den letzten Jahren einige Arbeiten veröffentlicht. Ja, die zahlreichen Mitgliedschaften in Stiftungen, in Gesellschaften, in verschiedenen wissenschaftlichen Beiräten will ich hier nicht weiter ausführen. Vielleicht noch eine Besonderheit neben seiner stark intermedialen und was mir natürlich besonders nahe ist, der komparatistischen Ausrichtung, ist er, dann hat er sich auch, und das hängt mit seiner fachlichen Breite sehr stark zusammen, auch mit dezidiert politischen Themen beschäftigt. Er hat ein Band rausgegeben über Demokratie und Mythos in Russland und Osteuropa. Er hat über Václav Havel publiziert. Das heißt also, er ist tatsächlich sehr breit kulturgeschichtlich auch aufgestellt. Ja, vielleicht so viel zu seinem Profil. Sicher habe ich manches vergessen, aber zumindest einen Eindruck sollte es vermittelt haben. Heute also Daniel Krams, ein russischer Autor, der vor allem in den 20er Jahren und 30er Jahren veröffentlicht hat. Das wird dann sicher später noch genauer im Vortrag zur Geltung kommen, der immerhin, wie mir Katja Sarkowski erzählt hat, in den deutschen Schulkanon aufgenommen wurde. Das heißt also, man kann, wenn man Russischunterricht hat, in deutschen Schulen kann man auf Daniel Krams stoßen, was ich so nicht wusste und was ich sehr erfreulich finde. Für diejenigen unter uns, wie ich selbst, die nicht Russisch lesen können, gibt es auch eine ganze Reihe von deutschsprachigen Bänden, auf die ich zumindest hinweisen möchte. Der älteste mir bekannte heißt einfach Fälle, ursprünglich im Haffmanns Verlag erschienen. Der Verlag ist inzwischen, den gibt es nicht mehr und der Band ist vergriffen. Aber es gibt den Band bei Reklam, was auch darauf hinweist, dass er offensichtlich in einen breiteren Kanon aufgenommen worden ist. Und dann gibt es so schöne Titel wie etwa Einfach Schnickschnack bei DTV, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, der zweisprachig ist. Und das heißt, Sie können es wahlweise auf Russisch oder Deutsch lesen. Und dann ein Band, den ich selber auch besitze, der heißt Die Kunst ist ein Schrank. In der Friedenauer Presse von Katharina Wagenbach erschienen, in den 90er Jahren, glaube ich, Die Kunst ist ein Schrank. Und dieser originelle, vielleicht auch merkwürdige Titel weist schon, glaube ich, auf eine Eigenschaft hin, die das Werk von Daniel Krams auszeichnet, nämlich etwas, was man vielleicht als grotesken Witz bezeichnen könnte. Dazu werden wir heute sicher noch mehr hören. Lieber Alexander, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sind alle gespannt auf deinen Vortrag. Damit übergebe ich dir das Wort. Ja, lieber Günther, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch für diese freundliche Einleitung. Ich freue mich wirklich sehr, an der Uni Augsburg einen Vortrag zu halten. Als Slawist keine Selbstverständlichkeit, da das Fach dort eben, wie du schon gesagt hast, im Fächerkanon nicht etabliert ist. Aber es war die erste Universität, die ich besucht habe, als wir vom Gymnasium in Kempten im Allgäu, wo ich geboren bin, also eine Ausflugsfahrt machten und den damaligen Rektor der Uni Augsburg besucht hatten. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich jetzt so lange später doch an die Uni Augsburg virtuell über Zoom zurückkehre. Also vielen Dank für die Einladung. In meinem Vortrag, der ungefähr 50 Minuten dauert, und ich mache es jetzt nicht so frei wie sonst, denn sonst schaffe ich das nicht, wenn ich ihn ganz frei halte, sondern halte mich doch ein bisschen stärker an mein Manuskript, möchte ich ein paar exemplarische Texte aus Krams sprachlichem poetischen Meisterwerk, das aus meiner Sicht voller Witz, Humor und Ironie ist, erkunden. Und es ist also jetzt nicht ein einzelner Roman oder eine Novelle, sondern Krams ist eben der Autor des Minimalismus. Also es sind ganz kleine minimalistische Texte, ganz charakteristisch für ihn. Es geht in diesen Texten eigentlich um verweigerte Einsicht, dass wir im Idealfall einfach unser Nicht-Verstehen oder vielleicht sogar, wenn ich das am Anfang so etwas in den Raum werfen darf, unsere in einer doppelten Verneinung, unser Nicht-Verstehen im Sinne fast von Jacques Derrida als Durchstreichung annehmen und akzeptieren. Also dieses Nicht-Verstehen ist eigentlich fast eine Denkvoraussetzung für die Texte von Krams, was ich im weiteren Verlauf des Vortrags erläutern möchte. Daniel Krams
war die treibende Kraft der Avantgardistengruppe Auberlieu, der Abedinienie Reanova Iskustva, die er auch mit einem falschen Buchstaben schrieb, nämlich nicht mit E, sondern mit Ä. Und ganz bewusst war seine Idee, diese Gruppe geheimnisvoller zu machen, die Leute anzuregen, zum Denken, also auch schon ganz viel Ironie, Spaß und Spiel in dieser Gruppenbezeichnung, die von ihm stammt. Also die Vereinigung der realen Kunst. Und schon diese Eigenbezeichnung kann eigentlich als eine Kampfansage und Provokation gegen den sozialistischen Realismus begriffen werden, um diese Frage, was denn überhaupt real oder realistisch oder Realismus ist. Jetzt passiert genau das, was nicht passieren sollte, dass die Folie stoppt an dieser Stelle. Es geht zum Glück weiter. Also ein kurzer Überblick über die 6 minimalistischen Texte, die ich mit Ihnen gemeinsam lesen möchte. Byl adin ryžý člověk, es war einmal ein rothaariger Mann zuerst, dann Starucha, die Alte, dann Autobiografia, Autobiografie, dann Inkubatorní period, Inkubationszeitraum, darauf Sonett, das Sonett und zum Schluss Byl Valodja na Jolke, Valodja war auf der Weihnachtsfeier. Die Biografie dieses Autors, der nur 37 Jahre alt wurde, lasse ich hier am Anfang ganz bewusst aus, weil sie in den Texten immer wieder durchscheinen wird und wir sie aus meiner Sicht auch nur dort benötigen, wo sie in die Texte auch konkret Eingang gefunden hat. Reale Kunst kann hier eigentlich irgendwie auch konkrete Kunst genannt werden, also nicht symbolisch, nicht emotional, nicht literarisch. Reale Kunst, also Verfahrens. Kunst, die nicht vom Leben getrennt ist, also Briefe, Tagebuchnotizen, Gespräche, zufällige Gedanken, all das kann für ihn auch Kunst sein. Der Konsequenz verschmelzen in der oberjüdischen Ästhetik viele traditionelle künstlerische und literarische Gattungsgrenzen. Für Auberlieu waren die Dekoration oder eine hingeworfene Flasche ebenso Schauspieler wie die Sprechenden und Agierenden selbst auf dem Theater. Und bei vielen frühen Werken von Harms lässt sich gar nicht klar entscheiden, ob es sich um ein Gedicht, ein Theaterstück, eine Erzählung, eine private Notiz oder eine beschriftete Zeichnung handelt. Also überall haben wir diese hybriden Gattungsvermischungen. Die Auberlieu, zu denen neben Harms unter anderem beispielsweise noch Alexander Wiedjenski, Nikolai Sabolotsky oder Konstantin Wagenow gehörten, um jetzt nur die berühmtesten zu nennen. Diese Auberlieu werden also als Absurdisten auch als Absurdisten bezeichnet. Und in der Literaturgeschichte der Spätavantgarde zugerechnet, wobei sie sich gerade von den eigentlichen Avantgardisten, also wie Velimir Chlebnikov, Alexei Krutschonig oder Wladimir Majakowski, ganz bewusst abgrenzen. Am Anfang möchte ich Ihnen jetzt kurz die Leitbegriffe vorstellen, die ich im folgenden Vortrag als zentralen Bausteine der Poetik von Daniel Harms herausarbeiten möchte. Das wäre zuerst kreative Schaffenskraft und schriftstellerische Impotenz, wie ich das metaphorisch genannt habe. Dann die Autorität des Schriftstellers in ethischer wie epistemologischer Dimension. Dann das Thema Schweigen und Apophatik. Dann die Realisierung von Metaphern und das Zhizni Tvorchestva aus dem russischen Symbolismus, also das Leben zum Kunstwerk zu machen. Dann das sogenannte cis-finite Denken. Dann ist von Günther bereits zitierte, der Slogan ist Kustva Kakshgab, die Kunst ist ein Schrank. Dann ist Lutschai, die Fälle oder auch Zufälle und Fallen. Der Promejutok, der Zwischenraum, die Infantilisierung durch das System und Allegorisierung. Beginnen wir jetzt am Anfang mit dem wahrscheinlich bekanntesten Text von Harms, wahrscheinlich auch in diesem Kreis. Diesen ersten Text lese ich Ihnen auf Russisch vor. Sie können rechts die deutsche Version mitlesen. Die weiteren Texte werde ich dann im Weiteren immer gleich auf Deutsch zitieren. Byl adin ryžý člověk, u kterého nie byla glas i uši. U него nie byla волос, так что ryžím его называли условно. Говорит, он не мог, как у него не было рта. Носа тоже у него не было даже рук и ног, и живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было, ничего у него не было. Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить. Im vorliegenden Text aus Schnitt hat Harms gar keinen Titel gegeben, sodass er nach seinem Schreibheft, in das er seine Texte notiert hat, traditionell einfach das blaue Heft Nummer 10 genannt wird. Dieser Text stammt aus dem Jahre 1900,
39 und ist Teil des Zyklus Fälle, der 29 Texte dieser Art umfasst. Mit den einleitenden Worten aus dem Genre des Märchens, dieses Jules oder Brill Adin Chelavec, also es war einmal, wird bei uns Lesenden sofort eine Erwartung an den Text herangerufen. Im Anschluss an Svetlan Todorov erwarten wir Märchenhaftes, also beispielsweise übernatürliche Logik von sprechenden Tieren oder Verwandlungen, auch Prinzessinnen, die beispielsweise 100 Jahre schlafen können. Und im Gegensatz zum Unheimlichen erwarten wir, dass diese Logik bis zum Ende nie rational aufgelöst wird und im Gegensatz zum Fantastischen, dass auch nichts in der Schwebe bleibt. Wie mit allem, so spielt Daniel Harms allerdings auch gerade mit dieser unserer Erwartungshaltung. Durchaus in der Logik der Gattung Märchen entsteht in diesem kurzen Text aus dem Nichts ein Rotschopf. Der Dichter kann seine eigene Welt schaffen und selbst auch wieder destruieren, denn am Ende hat sich dieser Rotschopf auch wieder in Nichts aufgelöst. In unseren philologischen Kreisen ist es insofern auch einer der bekanntesten Texte von Harms, weil er von Matthias Martinez und Michael Scheffel in ihrem viel gelesenen und viel zitierten Standardwerk Einführung in die Erzähltheorie aufgenommen worden ist. In dem Kapitel über erzählte Welten wird hier die nötige Konstruktionstätigkeit des Lesers beim Leseprozess erläutert und zwischen explizit und implizit mitgeteilten Informationen unterschieden. Ein Vergleich mit dem Text Die Sorge des Hausvaters von Franz Kafka bietet sich aus meiner Sicht auch an. Dort der Odradek, diese eigenartige Spule mit einer Schnur, entsteht ebenfalls ganz aus den Buchstaben als ein Wesen der Fiktion, das mit dieser dann auch wieder zugrunde geht. Man ist hier auch an die lange Tradition des Golem erinnert, der eben aus Buchstaben belebt wird und auch mittels Buchstaben wieder seine Belebung aushaucht und verschwindet. Das wäre ein ganz anderes Thema für sich, eines meiner Lieblingsthemen, der Golem und Monster, wie Günther am Anfang schon sagte. Orge Hansen-Löwe definiert das Paradoxon als das Hauptverfahren dieses absurden Denkens. Er schreibt, die Instrumentalisierung der Aporien des Unendlichen, das heißt des Nicht-Theologischen, Nicht-Funktionalen, der Contradictiones in Adjectu, eines Unsinnes, auf Russisch bis Mislica, der eine Unsinnsrede über das Unaussprechliche provoziert, Ende des Zitats zu Orge Hansen-Löwe. Das steht in einer langen Tradition des Apophatischen, also des Nicht-Sagen-Könnens einer Wahrheit außerhalb der Worte. Aber wie können denn überhaupt Schriftstellertum und Nicht-Sagen-Können zusammenkommen? Aus meiner Sicht reflektiert Harms dies in seinem Text Starucha, die Alte, den ich mit Ihnen in vier kurzen Auszügen im Folgenden gemeinsam lesen möchte. Es ist einer seiner längsten Texte, was nicht heißt, dass er lang ist, der ist vielleicht so 14 Seiten lang, aber er schreibt ihn sonst ganz kurz nur. Also Daniel Harms, die Alte, es beginnt schon mit einem absurden Motto von Knut Hamsun und zwischen ihnen entspannt sich folgendes Gespräch. Auf dem Hof steht eine alte Frau und hält eine Wanduhr in ihren Armen. Ich gehe an der Alten vorbei, halte an und frage, wie spät ist es? Schauen Sie hin, sagt die Alte. Ich schaue hin und sehe, dass die Uhr keine Zeiger hat. Es sind keine Zeiger dran, sage ich. Die Alte schaut auf das Zifferblatt und sagt, es ist jetzt 14:45. Ach so, vielen Dank, sage ich und gehe weg. Die Alte ruft mir irgendetwas hinterher, aber ich gehe weiter, ohne mich umzudrehen. Um es am Anfang gleich vorwegzunehmen, in diesem Text Starucha geht es aus meiner Sicht im Kern um die Opposition von kreativer Schaffenskraft und schriftstellerischer Impotenz, wie ich das hier genannt habe. Im Zentrum dieses Textes, die Alte, steht ein im metaphorischen Sinne impotenter Schaffender, der nichts zu schreiben mehr zustande bringt. Dadurch wird er eigentlich auch in die Rolle eines Opfers gesteckt. Für seine geplante Heiligenvita, die er zu schreiben versucht, fehlt ihm das Vorbild. Er will über einen Wundertätigen schreiben, der in seinem ganzen Leben aber de facto paradoxerweise überhaupt kein Wunder vollbracht hat. Der Ich-Erzähler gerät im Laufe dieses Textes in eine Krise, als der Leichnam einer alten Frau in seiner Wohnung in Leningrad auftaucht. Diese alte Frau steht am Beginn des Textes noch sehr lebendig hier im Innenhof des Wohnkomplexes mit dieser Wanduhr ohne Zeiger und verkündet auf Nachfrage des Ich-Erzählers die Zeit. Die Uhr ohne Zifferblatt bzw. ohne Zeiger ist das gängige Emblem aller spätavantgardistischen Konzepte. Es ist schon absurd genug, dass die Alte also mit einer Wanduhr im Arm dort steht. Noch absurder wird die Situation, als sie aus heiterem Himmel daraufhin in der Wohnung des lyrischen Ich auftaucht.
Dieses Ich, über das wir nun erfahren, dass es sich um einen Schriftsteller handelt, wirft sich im weiteren Verlauf des Textes vor der Alten in seinem Zimmer auf die Knie und betet sie an, als sei sie eine Heilige. Im wiederum weiteren Verlauf des Textes liegt diese Alte dann aber plötzlich tot in eben diesem kleinen Apartment, in dem der Ich-Erzähler wohnt. Die Alte wirkt immer mehr dann wie eine eigenwillige Gender-Version von Christus am Kreuze mit seiner folgenden Auferstehung. Denn nachdem das Ich die tote Alte in seinen Koffer gepackt hat und mit ihr im Zug aus Petersburg hinausgefahren ist, fehlt von ihr plötzlich jede Spur, nachdem der Ich-Erzähler wegen einer Diarrhoe-Attacke dringend auf die Zugtoilette gerannt war und danach an seinen Platz zurückkehrte. Nach dieser eigenwilligen Art von Verschwinden oder auch potenziell Auferstehung des Körpers verlässt das lyrische Ich den Zug, geht in den Wald und betet dort. Zunächst möchte der Ich-Erzähler am Beginn des Textes, den wir gerade gelesen haben, diese seltsame Begegnung mit der Alten vergessen. Er trifft zuerst seinen Freund und Schriftstellerkollegen Sakardon Michailovic und diskutiert mit ihm über Literatur. Danach unterhält er sich mit einer jungen Frau in einer langen Warteschlange vor dem Bäcker während des Wartens und Herumstehens über Gott. Auch eigentlich schon absolut absurd, fast wie bei Bulgakov, Master und Margarita, der Beginn. Nach all diesen Formen und Versuchen des Proskutinierens, des Schreibens, des Aufschiebens, sitzt er dann aber nun doch unweigerlich am Ende wieder an seinem Papier. Ich zitiere jetzt, weiteren Ausschnitt. Stehe in der Stube. Wo habe ich denn nur meine Gedanken? Es ist ja schon 20 nach 5. Ich muss schreiben. Ich rücke den Stuhl ans Fenster und setze mich darauf. Vor mir das karierte Papier, in meiner Hand der Füllfederhalter. Mein Herz schlägt noch zu heftig und meine Hand zittert. Ich warte, um mich ein bisschen zu beruhigen. Ich lege den Füllfederhalter hin und stopfe meine Pfeife. Die Sonne scheint mir direkt in die Augen. Ich kneife die Augen zusammen und stecke mir die Pfeife an. Da fliegt ein Rabe am Fenster vorbei. Ich schaue aus dem Fenster und sehe, wie ein Mann mit einer Beinprothese den Bürgersteig entlang geht. Sein Bein und sein Stock verursachen laute Klopfgeräusche. Schau an, sage ich zu mir selbst und schaue weiter aus dem Fenster. Der Schatten eines Schornsteins fällt vom Dach und legt sich quer über die Straße bis auf mein Gesicht. Ich muss den Schatten ausnutzen und ein paar Worte über den Wundertäter schreiben. Ich nehme den Füllfederhalter und schreibe, der Wundertäter war von hohem Wuchs. Über diese paar Worte kommt der Ich-Erzähler aber nicht hinaus. Ist es Prokrastination? Fehlt ihm die Inspiration? Wie soll man nun auch über einen Wundertäter schreiben, der sich weigert, Wunder zu wirken, obwohl er dies könnte? Graham Roberts stellt diesen Text von Harms in seiner Monographie The Last Soviet Avantgarde, Overview, Fact, Fiction, Metafiction in die Tradition der manipäischen Satire. Laut Michael Bakhtin sei die Kombination des Fantastischen mit dem Abenteuerlichen das Hauptcharakteristikum dieser spezifischen Gattung der Satire, die eine außergewöhnliche Situation erschaffe, um zu provozieren und eine philosophische Idee zu testen. Also bei Bakhtin, Slava Pravdi, Voploschenoi, Obraze Mudica, Iskatila, Erdol Pravdi, also Worte, Wahrheit verkörpert im Bild eines Weisen, eines Suchers dieser Wahrheit. Graham Roberts interpretiert die Reise des lyrischen Ich in diesem Text bei Harms als die Entdeckungsfahrt eines weisen Mannes, der eigene Dummheit nur heuchle. Die Wahrheit, die er zur ergründen suche, betreffe nur vordergründig die Existenz Gottes und die Möglichkeit von Wundern. Im Grunde, argumentiert Roberts, suche er aber die Antwort auf eine ganz andere Frage, nämlich auf die Frage nach der Autorität des Schriftstellers, und zwar sowohl in einer ethischen als auch in einer epistemologischen Dimension. So vollziehe sich ganz im Sinne von Michail Bakhtin in diesem Text eine veralberte Krönung und in der Folge auch wieder Absetzung dieses Karnevalkönigs, dieses Ichs. Schauen wir uns an, wie sich diese Entthronung des Gekrönten vollzieht. Ich zitiere den dritten Auszug. Jetzt möchte ich schlafen, aber ich werde nicht schlafen. Ich werde Papier und Stift nehmen und schreiben. Ich fühle eine enorme Stärke in mir. Ich habe gestern darüber nachgedacht. Dies wird eine Geschichte über einen Wundertäter sein, der in unserer Zeit lebt und keine Wunder wirkt. Er weiß, dass er ein Wundertäter ist und jedes Wunder wirken kann, aber er tut es nicht. Sakardon Michailovic wird vor Neid platzen. Er glaubt, dass ich nicht mehr in der Lage bin, eine brillante Sache zu schreiben. Beeilen Sie sich, machen Sie sich lieber an die Arbeit. Nieder mit allem Schlaf und Faulheit. Ich werde 18 Stunden hintereinander schreiben. Nach der Krönung des Schriftstellers folgt hier die karnevaleske Absetzung auf dem Fuße, indem er nach wie vor über seinen einen und einzigen geschriebenen Satz, der Wundertäter war von hohem Wuchs,
bei seinem geplanten Text auch trotz dieses pathetischen Anlaufes weiter nicht hinauskommt. Hans als der Meister des Minimalismus mokiert sich hier augenzwinkernd eigentlich auch über seine eigene minimalistische Poetik. Für Graham Roberts schlägt Harms hier den Schriftsteller als einem kreativen, also den letzten Nagel in den Sarg der Autorenidentität, schreibt Graham Roberts. Also er subvertiere die Vorstellung vom Schriftsteller als einem kreativen Subjekt. Harms hat nach diesem Text die Alte übrigens als realer Autor nach 1939 nur noch enorm wenig geschrieben. Die Gründe für dieses scheinbare Schweigen sind bis heute unbekannt. Aber das Schweigen steht auch im Zentrum seiner gesamten Poetik. An dieser Stelle also ein paar Worte über den realen Autor Daniel Harms. Im Spätfrühling des Jahres 1937, 2 Jahre bevor Harms diesen Text, die Alte, verfasst hat, lebten er und seine zweite Frau Marina in bitterster Armut, ohne Geld und an der Grenze zum Verhungern. Die ganze Situation verschlimmerte sie noch dadurch, dass der staatliche Zensor die Publikation von 11 Kindergeschichten nach seinem Poem Is Doma Vyshel Chelovek, ein Mensch ging aus dem Haus, verboten hatte. Im April 1937 beklagt Harms seine ganze Situation einer kreativen Unspiriertheit. Nikakich misle, za eti dni v galavu ni prohadila, a patamu ni suda, ni v galavu titrate, ničivo ni zapisiva. Während dieser Tage kamen mir keine Gedanken in den Kopf und deshalb schrieb ich weder hier noch in das blaue Notizbuch etwas auf. Als Harms 2 Jahre später die Alte geschrieben hatte, die mit Abstand sein längster Prosatext ist, hatte er seine Schaffenskrise ganz offensichtlich überwunden. Wie nahezu immer bei Harms kann also auch dieser Text hier unter anderem auch autobiografisch gelesen werden. Schauen wir uns noch den Schluss des Textes an. Ich gehe in ein Wäldchen, dort drüben sind ein paar kleine Wacholderbeersträucher. Hinter ihnen wird mich niemand sehen, ich begebe mich dorthin. Auf der Erde kriecht eine große grüne Raupe, ich knie mich hin und berühre sie mit dem Finger. Sie windet ihren kräftigen, feingliedrigen Körper einige Male nach der einen und nach der anderen Seite. Ich schaue mich um, niemand sieht mich. Ein leises Beben rieselt durch meinen Rücken. Ich beuge den Kopf tief runter und sage leise, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, heute und alle Tage bis ans Ende der Welt, Amen. Damit schließe ich mein Manuskript erstmal ab, da mir beim Lesen gerade auffällt, dass es auch so schon hinreichend verwickelt ist. Ist dieser Text von Harms jetzt der eigentliche Text über den Wundertäter, den das Ich im Text gerade nicht schreibt? Das Verschwinden des Koffers mit dem Leichnam der Alten nimmt der Ich-Erzähler jedenfalls für ein Wunder. Dankbar über dieses Wunder verlässt er den Zug und geht in den Wald. Dort kniet er nieder und bekreuzigt sich. An dieser Stelle endet der Text abrupt und auch unerwartet. Zeit, und zwar gerade nicht die Zeit der Minuten- und Stundenzeiger, die am Anfang des Textes auf der Uhr ja bezeichnenderweise fehlen, nein, Zeit als solche steht für die cisfinite Logik, auch so ein Wort, das man in der Harms-Forschung kennen muss, ich glaube vor allem von Orge Hans Löwe geprägt, also wie beim Cis-Mann die ganz bewusst in den finiten Grenzen des Alltags bleibende Logik, die cisfinite Logik. Menschliche Logik und Sprache verstummen angesichts der nichtlinearen Zeit. An sich ist der Tod das Stehenbleiben der Zeit. Er tritt ein durch die Null eben jenes Augenblicks, den die Oberjute auch als Wunder bezeichnen. Es ist genau jener Spalt, jener Riss inmitten des Daseins, der Promejutok, der Zwischenraum, auf den ich nachher noch zu sprechen komme, durch den das große Nichts in seiner totalen Ungegenständlichkeit hereinbricht. Man könnte argumentieren, dass das Ich des Textes zwar seine Heiligen Vita nicht schreibt, aber seine eigene persönliche Heiligen Vita lebt. In einer Situation, in der es durch Zensur und Sprachlosigkeit nicht möglich ist, Heiligen Viten zu schreiben, kann man sie eben nur selbst leben. Die Starucha, die Alte, ist also vor allem ein metapoetischer Text über das Verfassen eines Textes, über Formen der Inspiration, der Prokrastination, des konkurrierenden Wettbewerbs mit anderen Schreibenden, ganz besonders aber auch über die zentrale Frage des Zhizni Tjortschestva aus dem russischen Symbolismus, also wie man sein eigenes Leben zu einem Kunstwerk machen kann. Darauf komme ich später zurück. Das führt uns aus meiner Sicht unmittelbar zu einem anderen Text von Harms, der ebenfalls autobiografische Züge aufweist und die Gattung der Autobiografie hier parodiert, also nach der Gattung des Märchens. Ich lese den Text Autobiografie im Folgenden auf Deutsch in voller Länge vor.
Das ist jetzt in diesem Vortrag der längste Textauszug, habe ich mich aber entschlossen, Ihnen hier nichts vorzuenthalten, dass Sie einen Text also auch mal wirklich in seiner ganzen Länge so als harmisches, kleines poetisches Werk kennenlernen. Jetzt werde ich darüber sprechen, wie ich geboren wurde, wie ich aufgewachsen bin und wie die ersten Anzeichen von Genialität in mir gefunden wurden. Ich wurde zweimal geboren, so ist es passiert. Mein Vater heiratete meine Mutter 1902, aber meine Eltern brachten mich erst Ende 1905 zur Welt, weil mein Vater wollte, dass ein Kind am Silvesterabend geboren wird. Papa rechnete damit, dass die Empfängnis am 1. April stattfinden sollte und erst an diesem Tag fuhr er mit dem Vorschlag, ein Kind zu zeugen, zu meiner Mutter. Das erste Mal, dass Papa zu meiner Mutter fuhr, war am 1. April 1903. Mama hatte lange auf diesen Moment gewartet und war schrecklich glücklich. Aber Papa war anscheinend in einer sehr spielerischen Stimmung und konnte nicht widerstehen und sagte zu Mama, April, April. Mama war schrecklich beleidigt und an diesem Tag ließ sie Papa nicht zu sich kommen. Ich musste bis zum nächsten Jahr warten. 1904, am 1. April, fuhr Papa mit demselben Vorschlag wieder zu Mama. Aber Mama, die sich an den Vorfall vom letzten Jahr erinnerte, sagte, dass sie jetzt nicht wieder in so einer dummen Situation sein wolle und ließ wieder nicht zu, dass Papa zu ihr kam. Egal wie viel Papa tobte, es half nichts und erst ein Jahr später gelang es meinem Vater, meine Mutter zu überzeugen und mich zu empfangen. Mein Empfängnis fand also am 1. April 1905 statt. Alle Berechnungen meines Vaters brachen jedoch zusammen, weil ich mich als Frühgeborenes herausstellte und 4 Monate früher als geplant geboren wurde. Papa war so wütend, dass die Hebamme, die mich empfing, verwirrt war und mich zurückschob, von wo ich gerade ausgestiegen war. Einer unserer Bekannten, ein Student der Militärisch-Medizinischen Akademie, der zur gleichen Zeit anwesend war, sagte, dass es nicht möglich sei, mich zurückzuschieben. Trotz der Worte des Studenten stopften sie mich dennoch wieder hinein, aber sich später herausstellte, haben sie mich in Eile nicht in den richtigen Ort geschoben. Dann begann eine schreckliche Aufregung. Die Gebärende ruft, gib mir mein Kind. Ihr wird geantwortet, sie sagen, dein Kind ist in dir. Wie, schreit die Gebärende, wie ist das Kind in mir, wenn ich es gerade geboren habe? Aber, sagen sie zu den Eltern, vielleicht irren sie sich. Wie, ruft die Gebärende, ich liege falsch. Wie kann ich mich irren? Ich selbst habe gesehen, dass das Kind hier auf dem Laken lag. Das stimmt, sagen sie zu der Gebärenden, aber vielleicht ist irgendwo hingekrochen. Kurz gesagt, sie selbst wissen nicht, was sie der Gebärenden sagen sollen. Und die Gebärende macht Lärm und fordert ihr Kind. Ein erfahrener Arzt musste gerufen werden. Der erfahrene Arzt untersuchte die Gebärende und warf ihre Hände hoch, verstand plötzlich alles und gab der Gebärende eine gute Portion Bittersalz. Die Gebärende wurde hochgetragen und so kam ich ein zweites Mal heraus. Da tobte Papa wieder, dass das immer noch nicht als Geburt bezeichnet werden könne, es immer noch keine Person sei, sondern ein Halbfötus und es wieder zurückgeschoben oder in einen Inkubator gegeben werden sollte. Und so haben sie mich in einen Inkubator gebracht. Schon der erste Satz, jetzt werde ich darüber sprechen, wie ich geboren wurde, ruft bei uns Lesern die klassische Genre-Erwartung der Autobiografie auf. Dieser mündliche Redeton wird aber sofort durch fehlende Bescheidenheit unterwandert, wenn das Ich uns fröhlich zu erklären gedenkt, wie diese ersten Anzeichen von Genialität bereits gefunden wurden. So entsteht bereits am Beginn ein absurder, hyperbolischer und provokanter Stil. Dieser autobiografische Text handelt von der zweifachen Geburt des Autors. Zentrum steht eigentlich der Vater, der ein zwar sachlicher und vergeistigter Mensch zu sein scheint, sich hier aber als infantiler Narr präsentiert. Sohn und Vater machen sich beide zum Namen. In erster Linie ist dieser Text eine Parodie auf die gesamte Gattung der Autobiografie. Denn bereits beim neugeborenen Baby zeigen sich diese ganz klaren Anzeichen von Genialität. Nach der ersten klassischen Geburt ordnet der Vater als Kontrollfreak an, das Kind wieder in den Hintern zurückzuschieben. Der Vater hatte die Geburt ja haargenau und minutiös für den Silvestertag geplant. Deshalb musste die Zeugung nach rationaler Rückberechnung am 1. April erfolgen. Schon durch diesen April-Scherz wird die Geburt um 2 ganze Jahre verschoben. Bei der dann folgenden Geburt wird der russische extrem vulgäre Ausdruck Jopu realisiert, also wie eine realisierte Metapher wird aus diesem Jopu, also in deutscher Übersetzung etwas verharmlost, verdammte Scheiße wörtlich ein in den Arsch zurück, ein wirklich sprachlich realisierte Metapher, ein völlig absurder Vorgang, das Neugeborene wieder in die Mutter zurückzuschieben, was nur als Sprachspiel und nicht realistisch lesbar ist. Die Geburt findet bezeichnenderweise am Übergang vom Silvester zu Neujahrstag statt, einem Moment der ambivalenten Schwebe.
ob man jetzt so weit gehen sollte, den Vater gleich mit Stalin als Übervater zu interpretieren, ist die Frage. Eliot Bornstein hat in seinem Buch Man Without Women überzeugend nachgewiesen, wie alles Weibliche aus der sowjetischen Kultur immer weiter ausgegrenzt worden ist und Frauen von der Kolchosarbeiterin über die Traktoristin bis zur Arbeiterin letztlich ganz auf die Genderseite des Männlichen geschiftet wurden. Wenn wir uns den Umgang mit der Mutter in diesem Text genau anschauen, dann entlarvt Harms im Umgang des Vaters mit ihr deutlich die Plan- und Lebenshirngespinste des Vaters. Hier schwingt auch die Maxime der russischen Symbolisten mit, nämlich, dass eben Zhizni Tjortschest war, dass man das Leben also zum Kunstwerk kreieren solle. Harms nimmt in einer komischen Parodie auch auf diese symbolistische Maxime sein eigenes Leben, sein selbst, seine Existenz zum kreativen Material, um eine Geschichte über und von sich selbst zu schreiben. Schwingt letztlich aber auch die alte Herrschaftsmythologie von Gaia, Uranus und Kronos in dieser Erzählung mythologisch mit. Die ersten Hügel entstanden aus der Liebesumarmung von Gaia, der Erde, und Uranus, dem Himmel. Gaia buckelt sich vor Lust unter Uranus und so entstanden die sanften grünen Hügel. Aus diesen Hügeln wurden die Titanen geboren. Unter den Titanen befand sich auch Kronos, der mächtigste Sohn von Gaia und Uranus. Der Vater Uranus hasste die Titanen vom ersten Augenblick an so sehr, dass er sie immer wieder mit seinem Phallus in den Schoß der Gaia zurückstieß. Nachdem er seinen Vater entmannt hat, wird Uranus später selbst genau wie Kronos und frisst alle seine Kinder auf. Einzig Zeus überlebt in einem Versteck. Der Text liefert insofern auch eine Art Parodie auf altgriechische Mythologie von der Erschaffung der Welt mit, wie Graham Roberts betont. Neben der alten Mythologie erinnert der Text aber auch an Tristram Shandy von Laurence Sterne, wo die erzählte Zeit im dritten Buch vor der Geburt spielt und auch die geburtshelferischen Fähigkeiten der Hebamme und des Arztes thematisiert werden. Mit Michael Bachtin könnte man diese ganze Geburt auch als einen Karneval bezeichnen, wo die erwartbaren Abläufe auf den Kopf gestellt werden. Hier wird also der geniale Schriftsteller Daniel Harms geboren, der im Text Starucha, die Alte, in die Rolle des Jurodivil, des Gottesnarren, schlüpfen wird. In dieser karnevalesken Geburt scheint alles bereits so angelegt zu sein. Am 1. April gezeugt, nimmt der reale Autor Daniel Harms diese Identität als April-Scherz-Baby an und spielt vom Moment seiner Zeugung an diese Rolle als Narr. Der Übergang vom Silvester auf Neujahr ist eigentlich die Nullstunde bzw. die Null der Stunden, jener Moment zwischen Altem und Neuem. Orge Hansen-Löwe bemerkt dazu, das Jenseits, die Welt des Tam auf Russisch, wird durch das absolute Diesseits, Tut, hier auf Russisch abgelöst. Durch jenen Punkt also, in dem alle Gegensätze und damit Gegenstände neutralisiert und gewissermaßen verflüssigt sind. Eben dieses absurde Spiel mit dem Auf- und Abbau von Oppositionen entwickelt sich in einem der Schlüsseltexte von Harms cisfiniten Denken, dem Gedankengedicht Nitipier, nicht jetzt, das Hier und Jetzt, hic et nunc, die Hezeitas vom Nullpunkt der Jeweiligkeit aus betrachtet, steht dem Dort, Tam und nicht jetzt, Nitipier, des Jenseits gegenüber. Der folgende kurze Text aus dem gleichen Entstehungsjahr wie After Biographia spielt das Thema jetzt noch weiter absurderweise. Ups. Inkubationszeitraum. Ich habe 4 Monate im Inkubator verbracht. Ich erinnere mich nur, dass der Inkubator glasig war, transparent und mit einem Thermometer. Ich saß im Inkubator auf Watte. Ich erinnere mich an nichts anderes. 4 Monate später wurde ich aus dem Inkubator genommen. Es geschah am 1. Januar 1906. So wurde ich zum 3. Mal geboren. Als Tag meiner Geburt haben sie dann den 1. Januar festgelegt. Hier wird also eine 3. Geburt hinzugefügt, weil das neugeborene Kind eben noch in den Inkubator muss und die Herausnahme am Ende dann einer 3. Geburt gleichkommt. Der Inkubator ist ein Glaskasten und insofern kann hier schon der Schrank mitgedacht werden, der ja einer der Lieblingsgegenstände von Harms war und immer wieder thematisiert worden ist. Der Schrank ist für Harms die Nullstelle Schrank, also einfach ein Phonem und Graphem, das jenseits von Zweckmäßigkeiten einfach autopoetisch auf sich selbst verweist und nicht deiktisch einen realen Gegenstand bezeichnet oder gar auf eine höhere Wirklichkeit und Bedeutung verweist, indem er jetzt als Trope auch eine Metapher, ein Symbol, ein Chiffre oder Allegorie sein könnte.
Seine Losung ist Kustva kak škrab, die Kunst ist ein Schrank, parodiert den bekanntesten Slogan des russischen Formalismus von Viktor Shklovsky, Iskustva kak priom, Kunst als Verfahren, der Kunst bereits von der aristotelischen Mimesis-Bezogenheit in innerliterarische Reihen von der außertextuellen Wirklichkeit abzulösen versuchte. Der Schrank, eigentlich Schraf und nicht dieses ältere Wort Schkar, als Nullstelle und Leerstelle, Pustoi Miesto, als Allindex oder auch Joker im absurdistischen Sprachspiel ist alles und nichts zugleich. Grab und Ort der Handlung, als Guckkastenbühne, Koffer im kramschen Sinne der Starucha, der Alten und Gefängnis gleichermaßen. Das Wort soll sich von der Logik und ihrer einheitsstiftenden Funktion befreien. Harms fokussiert auf das Übersehene, das Nichtige, das Unvernünftige, das Unfassbare und das Verschwundene. Seine wiederentdeckten Gegenstände verweigern sich jedweder idealisierten Darstellung. Gudrun Lehmann schreibt in ihrem Kapitel über das schwarze Quadrat und den Schrank in ihrer Monographie Fallen und Verschwinden, zitiere, der unhörbare Ton, der unlesbare Buchstabe, das unsichtbare Bild können in ihrer Unmöglichkeit jeweils aus der Leere hörbar, lesbar und sichtbar werden, entziehen sich aber wie das apophatische Schweigen in der mystischen Schau jeglicher Sagbarkeit. Ende des Zitats. Ganz in der Tradition der empirischen Naturwissenschaftsgläubigkeit der Sowjetunion ist im Inkubator auch ein großes Thermometer angebracht. Die Konfrontation des Lebendigen mit dem Mechanischen ist hier grundlegend eingeführt. Harms gibt dem Neugeborenen Gedächtnis und Stimme, womit er seinen Konkurrenten Lev Tolstoi zu übertreffen versucht, wenn der sich vermeintlich sogar noch ganz genau zurückerinnern kann in seinen Schriften, wie er als Wickelkind festgebunden worden war. Nach der Logik dieses Textes von Harms sind die erste und die zweite Geburt am 1. September erfolgt und nach 4 Monaten nun diese dritte Geburt aus dem Inkubator heraus, sodass der Wille des Vaters fast durchgesetzt wurde. Er wollte ja den Silvestertag. Der 1. Januar 1906 konnte so nun als Tag der Geburt willkürlich festgelegt werden, nachdem die erste Geburt ja noch an der Sturheit des Vaters gescheitert war. Der reale Autor Harms wurde übrigens zudem am 30. Dezember 1905 als Daniel Ivanovich Jubatschow geboren. Also auch hier schwingt wieder, wie immer, der autobiografische Subtext mit. Vater und Sohn wird im Text durch diese drei Geburten eine übernatürliche prophetische Gabe zugeschrieben. Auch dies eine ganz klare Parodie auf eines der berühmtesten Gedichte von Alexander Puschkin, Prorok, der Prophet. Dies ist einer der zentralsten kulturellen Topoi Russlands. Der Dichter bzw. Schriftsteller ist von Gott eingesetzt, Gott ebenbürtig, dem Zaren gegenüber, um für die gesamte Bevölkerung das Narod, die Stimme zu erheben und die Wahrheit zu verkünden, und zwar die religiös transzendent ewige Wahrheit, die Istina, und nicht die manipulierbare Alltagswahrheit der Pravda. Diese Selbstdefinition als Propheten hat über Jahrhunderte hinweg, 200, 300 Jahre, großes Unglück über russische Schriftsteller gebracht, von Selbstmord über Kerkerhaft und Verbannung bis hin zu Hinrichtungen. Nobelpreisträger Josif Brodsky versucht in all seinen Texten und in seiner Poetik des Obrazu Tvorchestva, also das sich hinter den Masken verstecken des Dichters, diesen tödlichen Mechanismus außer Kraft zu setzen. Würde Harms diesbezüglich eigentlich als direkten Vorläufer von Brodsky bezeichnen. Beide versuchen sie, die Mechanismen des Zhizni Tvorchestva aus dem russischen Symbolismus zu parodieren und auszuhebeln, also dieses, das Leben zum Kunstwerk zu machen. Und hier durch Ironie und durch dieses redundante Spiel. Im Zentrum der Poetik der Oberju steht sowieso immer eine kindliche Wahrnehmung der Dinge mit einem unschuldigen Blick, also hier sogar der Blick des Babys. Und dieser unschuldige kindliche Blick soll wieder ermöglicht werden. Ohne die Tradition der russischen Formalisten von der Entautomatisierung der Wahrnehmung und diesem neuen Sehen durch die Verfremdung des Blicks wäre dieser Ansatz von Harms kaum zu verstehen. Die Betonung des Alogischen, die mit dieser kindlichen Blickperspektive einhergeht, erinnert auch an Dostojewskis Zelebrieren der Freiheit, irrational sein zu dürfen. Ich kann jetzt hier gar nicht eingehen auf Lev Vygotsky und Jean Piaget und die ganze Kinderpsychologie, die Daniel Harms enorm breit zitiert hat oder rezipiert hat und ihn enorm fasziniert hat.
Kunst basiert eben nicht auf der Alltagslogik für die Oberjute, sondern folgt der eigenen inneren Logik und ihren Regeln. Dichter und Kinder sehen die Welt in kausalen Verknüpfungen, die durch Wiederholung und Gewohnheit dann zu den Regeln der Welt werden. Für Dan Michalms und die Autoren der Oberjute repräsentiert das Infanz bzw. das Kind auf den Höhepunkt der Machtlosigkeit und Verletzlichkeit. Durch frühreifes Bewusstsein ist das Kind einem Zustand des Objektseins ausgeliefert. Als machtloses Wesen steht das Kind auch für den von der Sowjetkultur enteigneten kindlichen Intellektuellen und für die bedrohte Avantgarde insgesamt. Der kreativ-künstlerische Prozess wird ja auch oft mit einer Schwangerschaft verglichen. So könnte der Text auch allegorisch interpretiert werden, dass das Kind für die künstlerische Inspiration steht, der Vater der Schriftsteller ist und der mütterliche Körper die materielle Schaffung von Kunst repräsentiere. In dieser emblematischen Geschichte stünden sowohl weibliche Schwangerschaft als auch männliche Impotenz symbolisch für den kreativen Prozess. Die Narration stellt sich auf die Seite des neuen Geborenen selbst. Harms spielt mit Geburtstrauma und Irreversibilität von Geburt, wobei die Sehnsucht des Kindes zurück in den Mutterschoß hier ad absurdum geführt wird. Der Kampf gegen den Vater ist auch der Kampf gegen die Autorität von Kausalität, Logik und Sprache. Letztlich wird auch in diesem Text der Vater entthront und als metaphorisch impotent entlarvt, wenn eben der Neujahrs- und nicht der Silvestertag zum Tag der Geburt erklärt wird. Kommen wir nun im Weiteren auf das Verhältnis von Zahlenlogik und Sprache in diesem Zusammenhang. Ich habe exemplarisch für Sie den kurzen Text Sonett aus den Suchai, den Fällen, gewählt. Diese Fälle spielen allen mit Zahlen und mit Mathematik und zeigen wirklich diese unglaublich spielerische Einstellung von Harms zur Mathematik, zu den Zahlen, die mich unglaublich fasziniert und ich ganz großartig finde. Mir ist mal was Seltsames passiert. Ich hatte plötzlich vergessen, was zuerst kommt, die 7 oder die 8. Ich ging zu den Nachbarn und fragte sie, was sie in dieser Sache meinten. Wie groß aber war ihre und meine Überraschung, als auch sie plötzlich entdeckten, dass sie sich an die Reihenfolge nicht erinnern konnten. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, das wussten sie noch, aber wie es weiterging, hatten sie vergessen. Wir gingen zusammen ins Kaufhaus Gastronom, Ecke Snaminskaya und Bassenaya und trugen der Kassiererin unser Problem vor. Die Kassiererin lächelte wehmütig, zog ein kleines Hämmerchen aus dem Mund und sagte, wobei sie Nase kraus zog, meiner Meinung nach kommt die 7 nach der 8, wenn die 8 nach der 7 kommt. Wir bedankten uns bei der Kassiererin und verließen frohgemut den Laden. Doch plötzlich, als wir die Worte der Kassiererin genauer bedachten, ließen wir wieder den Kopf hängen, da sich ihre Worte als vollkommen sinnlos erwiesen. Was sollten wir also tun? Wir gingen in den Sommergarten und begannen dort Bäume zu zählen. Aber als wir beim Zählen bis 6 gekommen waren, hielten wir inne und fingen an zu streiten. Nach Meinung der einen folgte nun die 7, nach Meinung der anderen die 8. Wir hätten noch lange gestritten, aber zum Glück fiel in dem Moment ein kleines Kind von der Bank und brach sich beide Kiefer. Das brachte uns von unserem Streit ab und dann ging jeder für sich nach Hause. Das ist also ein Text aus dem Zyklus vom 29. Text mit dem Titel Slutschai Fälle. Hier fällt ja auch einer ganz konkret oder auch Zufälle. Wegen Zensur hat Harms selbst diesen Zyklus zu Lebzeiten nie veröffentlicht gesehen. Er hat diese kleinen Texte zwischen 1933 und 1936 vorwiegend für sich selbst geschrieben und zusammengestellt. Der Augenblick korrespondiert im oberjutischen Denken mit der Punktualität und Singularität des Zufalls, also dieses Slutschai, und der reinen Gegenständigkeit in der Kategorie der Plötzlichkeit sowie in ihrer Verbalisierung im paradoxalen Sprechen. Alles Existieren ist ein Warten auf den Stillstand der Zeit als einem Hereinbrechen der Ewigkeit, die sichtbar wird im Zwischenraum, im Promejutok zwischen den Augenblicken. Klassischerweise steht auch in diesem kurzen Text von Danny Harms ein Kind im Zentrum. Es fällt von der Parkbank und bricht sich Ober- wie auch Unterkiefer. Es ist immer wieder, also einerseits fallen diese Omas aus den Fenstern, werden brutal ermordet, andererseits die Kinder. Es wird immer wieder befremdet, eigentlich auch viele Leser. Der Übergang vom Infanz zum Erwachsenen, also der Übergang zu einem freien Leben in Verantwortung, beschäftigt Harms intensiv. Und dieser Topos ist absolut zentral im Lebenswerk von Lev Tolstoi, was ich vorher schon angedeutet habe. Wenn das Kind von der Unschuld in den Zustand des Bewusstseins trete, setze der Prozess des Zurück
Drängens, dieses Bewusstseins durch Drogen, Alkohol, Gewalt und Sexualität ein. Tolstoi sucht Übergang in die Spiritualität als Lösung für dieses Dilemma. Und Harms parodiert zweifelsohne diesen zentralen Topos von Tolstoi immer wieder. Für Harms steht die Sowjetunion für Entmündigung und Infantilisierung. Von früh auf sollte der Mensch zum so bezeichneten neuen Menschen pädagogisch erzogen werden. Arbeitsliebende und altruistische, den Egoismus überwindende Genossen sollten durch Zensur und klare Vorgaben herangezüchtet werden. Obszönes, wie auch im heutigen Russland wieder Mutterflüche im Netz strafrechtlich teuer geahndet werden, wurde ebenso wie Alkohol verboten. Diesen neuen Menschen mussten demnach schädliche Anteile der Persönlichkeitsentwicklung vorenthalten werden. Der Staat bestimmt insofern, wie gedacht werden darf, und verändert auch die alte 7-Tage-Kalenderwoche durch einen neuen sozialistischen Rhythmus. Indem Harms in seinen Texten immer wieder das Kind zerstückelt, zerstückelt er Tolstoi und dessen fatalen kulturellen Topos. Wenn sich im Gegensatz zu Tolstoi bei Harms im Zwischenraum, im Pramejutok zwischen den Augenblicken die Ewigkeit öffnet, sollten wir an dieser Stelle über das geniale Verhältnis von Harms nochmal zur Mathematik und zu Zahlen sprechen. Harms ist fasziniert von der Null als Grenzwert, als Null-Zahlenwert, als Minus unendlich und Plus unendlich. Symbolisch auch die quergelegte 8, also dieses Zeichen der Unendlichkeit, die 8 auch bezeichnenderweise aus dem Sonett. Auch ganz absurd, dass der Text Sonett heißt im Übrigen. Er fasst also das Ganze in die sprachliche Metapher des Promejutok, also des Zwischenraums. Ähnlich dem schwarzen Quadrat von Malevich ist zwischen Anwesenheit und Abwesenheit jenseits der Darstellbarkeit alles und nichts. Oft enden deshalb die Texte von Harms mit einem Ifsjo. Das ist alles. Das russische gebildete Ohr hört hier immer Anton Tschechow mit. Als Beispiel, man muss einfach schreiben, Pjotr Semjonowitsch heiratete Maria Ivanovna, das ist alles, ifsjo. Die Erwartungshaltung des Lesers geht leer aus und das Ende bleibt offen. Dieses ifsjo liest sich wie ein Kommentar aus dem Außerliterarischen oft in den literarischen Text hinein. In Malevichs früher Bleistiftzeichnung Dva Nulja, zwei Nullen aus dem Jahre 1915, befinden sich unterhalb des Wortes Dva, zwei, die beiden Vokale O, O oder alternativ die beiden Ziffern 0, 0. Gudrun Lehmann argumentiert hier folgendermaßen. Malevich greife sowohl Praktiken der Buchstabenmystik als auch die figurative Augen- und Kreismetaphorik OO bzw. das Palindrom OKO auf, also in der russischen Sprache OKO das Wort Auge. Durch diese paradoxe Doppelkodierung halte Harms die Null in seinem Seher-Motiv in der Schwebe, sodass die Wahrnehmung zwischen hieroglyphischem Piktogramm und kodierbarem Text ins Oszillieren komme. Gudrun Lehmann merkt an, das ist jetzt das schwierigste und längste Zitat, aber ich habe es Ihnen jetzt hier in dieser ganzen Fülle auf die vollste Folie gebracht. Neben der Zahl 1, die auf die absolut singuläre Einheit unter den übrigen Zahlen weist und deswegen im Zahlensystem eine Ausnahme darstellt, extrahiert er, also Harms, in seinem philosophischen Traktat Null in Noll, Null und Noll, die Zahl Null aus ihrer angestammten numerischen mathematischen Reihung. Ich nehme mir die Kühnheit festzustellen, dass die Zahl auch selbstständig betrachtet werden kann, außerhalb der Ordnung der Rede. Nur so gelangen wir zu einer echten Wissenschaft von der Zahl. Harms setzt die Null, wie schon Malevich in seiner Zeichnung, als zwei differenzierende Zeichen des Nichts in die Interrelation von Visualität, Ideogramm, Figur und Verbalität, Buchstabe. Er stellt der Zahl Null den Kreis Null, also das O, Null, gegenüber. Für Null setzt er den Kreis als Vollkommenheit und absolute Evidenz des Unendlichen. Ich nehme an und nehme mir sogar die Kühnheit festzustellen, dass die Lehre vom Unendlichen die Lehre von der Null ist. Versuchen Sie in Null den gesamten Zahlenkreis zu erkennen und deshalb bleibt als Symbol für Null der Kreis O. Das war jetzt direkt das Zitat von Harms. In den Tagebuchaufzeichnungen von Harms befindet sich 1933 ein Eintrag, der die Zwischenstelle der Null zu einer anderen Welt, auch das hier verfremdet mit Ä, nicht in einem transfiniten Jenseits, sondern inmitten des Diesseits in medias res bzw. cisfinit ansiedelt.
Ihre Nichtabzählbarkeit löst sich von einer zählbaren, logischen, abfolgenden Ordnung des Vorher und Nachher entziffernd ab. Ja, und ganz am Ende meines Vortrags möchte ich Ihnen nun meine Lesart eines Textes nahelegen, den ich persönlich für einen der besten Texte von Harms halte und der mir sehr am Herzen liegt. Auch wieder ein ganz kurzer Text, lese ich auch gleich auf Deutsch vor. Valodia war auf der Weihnachtsfeier. Alle Kinder tanzten und Valodia war so klein, dass er immer noch nicht einmal laufen konnte. Sie setzten Valodia in einen Sessel. Valodia sah die Waffe. Geben, geben, schreit er. Und was geben, kann er nicht sagen, weil er so klein ist, dass er immer noch nicht sprechen kann. Und Valodia will alles. Er will ein Flugzeug, er will ein Auto, ein grünes Krokodil will er. Alles will er. Geben, geben, schreit Valodia. Sie gaben Valodia eine Rassel. Valodia nahm die Rassel und beruhigte sich. Alle Kinder tanzten um den Baum herum und Valodia sitzt in einem Sessel und macht mit seiner Rassel Lärm. Valodia mochte die Rassel wirklich sehr gern. Im Zentrum dieses kurzen Textes steht aus meiner Sicht wiederum das Problem der Sprache. Valodia ist ja an der Schwelle vom Kind zum Erwachsenen. Valodia bekommt im vorliegenden Text am Weihnachtsabend, als die Bescherung erfolgt, weder das ihm gezeigte Flugzeug noch das Auto und auch nicht ein grünes Krokodil. Stattdessen lässt er sich eine Rassel in die Hand drücken und ist glücklich und zufrieden, wenn er mit ihr Lärm machen kann. Wichtig ist zunächst, dass er als einzige Person auf dieser Feier noch nicht richtig sprechen kann. Er bringt nur mehrfach das eine Wort dai, dai, geben, geben in der Imperativform hervor. Man ist sofort an Sigmund Freuds psychologischen Aufsatz jenseits des Lustprinzips erinnert, indem er von einer an einem Seil befestigten Holzspule seines 1,5 Jahre alten Enkels Ernst redet, was an einem Theaterabend Anna Freud und ihr Mann ihren Sohn alleine zu Hause in der Wohnung zurückgelassen hatten, findet der Sohn diese Holzspule als Spielzeug und als die Eltern später nach Hause zurückkommen, bemerkt Anna Freud, dass im Laufe des Abends ihr Sohn eine Art von Spiel entwickelt hat. Er wirft nämlich diese Spule immer mit hoher Energie von sich und zieht sie dann an den Faden wieder zu sich her. Bei dieser Tätigkeit spricht er ständig die beiden Worte fort da. Sigmund Freud stellt an diesem Beispiel die Frage, wie die innerseelische Wiederholung von Traumata und katastrophaler Trennung, also überhaupt der Wiederholungszwang, sich mit dem Lustprinzip vertragen kann. Sei hier kurz angemerkt, dass gerade das Frühmerk der Oberjuti von grassierendem Wiederholungszwang einzelner Worte, ja ganzer Wort- und Satzgruppen geprägt ist, die in ihrer iterierenden, ja perseverierenden Gleichförmigkeit einen unfreiwillig komischen Effekt, beispielsweise einer hängen gebliebenen Schallplatte erzeugen. Also immer wieder diese gleichen Wortwiederholungen. Kommen wir aber von den Oberjuti nochmal auf Freud zurück. Traumatisiert durch die Abwesenheit der Mutter überwindet das Kind seine Angst und erlangt die Herrschaft über die Lage, indem es sie symbolisiert. Dadurch, dass es die Mutter durch die Holzspule ersetzt, wird das Kind zum Regisseur ihres Erscheinens und Verschwindens. Angst ist damit im freudigen Geltendmachen der Herrschaft aufgehoben. Man kann den Text von Harms in diesem Sinne lesen, dass es um einen Versuch geht, wie eins der des kleinen Enkels Freuds, das sich entziehende Fort wiederzuholen ins Da und das erstarrte Da fortzuwerken, weg damit. Die also auf den ersten Blick stabile Opposition OA fort Da erlaubt bei näherer Betrachtung flexible Übergänge, Verschlingungen, Kombinationen. Das Fort umhüllt, löchert, kreiert, vernichtet das Da. Kein Spiel, sei es ein Liebes-, Kriegs-, Schach- oder Analysespiel, das nicht auf diese Alternanz zielen würde. Das Fort wird stets gewinnen. Jeder, jede verliert schließlich seine Königin. Anstelle von Fort da steht bei Harms das wiederholte Geben, Geben. Valoda kann sich noch nicht artikulieren und sein heftiges Begehren mitteilen. Das Symbol von erwachsener Männlichkeit und Autonomie ist die Waffe, die Valodia gerade nicht bekommt bzw. nicht an sich nehmen möchte. Sie ist das Symbol der Revolte gegen seine Rolle, die er spielen muss, nämlich ein passives Kind zu sein und nicht mit all den ersehnten Dingen spielen zu dürfen, die ihm verboten sind. In einer metonymischen Linie vollzieht sich im Weiteren eine Antiklimax hin zum Flugzeug, das immer noch ein Symbol von männlicher Dynamik im Raum und von erhaben autorial herrschaftlicher Sicht von oben auf die Welt unten ist.
aber nicht mehr so mit dem Todesprinzip verknüpft wie die Waffe. Danach erfolgt eine weitere semantische Absprechung auf das Auto. Flugzeug wie Auto symbolisieren immer noch die Macht der Erwachsenen über Zeit und Raum. In einem weiteren Schritt wird ein grünes Krokodil präsentiert, bereits nur noch Spielzeug und eigentlich auch schon nur noch Simulacrum des Realen. Am Ende wird er dann als passives Objekt von den anderen einfach in den Kindersitz verfrachtet und bekommt eine Rassel in seine Hand gedrückt. Diese Textstelle birgt die Opposition aktiv versus passiv fast schon in einem Kontext von Opfer und Täter assoziativ zum Klingen. Also wir hören das berühmte Diktum von Freud, das wo es ist, ich werden solle. Valodia gelingt es nicht, diese souveräne Position zu erobern und sich zum aktiven Erwachsenen zu entwickeln. Jacques Lacan ist davon überzeugt, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert sei. Die symbolische Ordnung, wie er sie nennt. Wenn Menschen das gleiche Objekt begehren, würden sie sich beim Kampf um dieses Objekt gegenseitig umbringen. In der Erfindung der Sprache und der symbolischen Ordnung öffnet sich die Möglichkeit, dieses triebhafte Begehren des Es nach der Mutter und nach der Erfüllung aller Wünsche in den Worten als Ersatzobjekten zu kompensieren. René Girard hatte das in seiner Theorie des mimetischen Begehrens noch weiter ausgeführt, dass zwei Kinder immer das gleiche Objekt begehren, wenn sie in einen Raum mit verschiedenen Objekten hineingelassen werden. Und dass ein Krieg zwischen diesen Kindern nur durch den Übergang ins Symbolische der Sprache verhindert werden könne. Der Text sagt ja auch explizit, dass Valodia ja immer alles, alles, alles haben möchte. Weil er noch nicht alt genug ist, wird Valodia ja von der Gemeinschaft der anderen ausgeschlossen. Er scheint also passives Objekt zu sein und insofern in einer Art von Opferrolle. Souveränität scheint er bis zum Ende des Textes über nichts zu gewinnen und er kann auch das Objekt seines Begehrens nicht mit Sprache benennen. Dieses fast sprachlose Begehren kann nicht befriedigt werden, obgleich Valodia am Ende mit seiner wertlosen Rasse zufrieden zu sein scheint. Er bekommt eben nicht die gefährliche Waffe, sondern sein Begehren wird metonymisch auf diese Rasse verschoben. Lacan liest Freud bekanntlich metaphorisch, dass das Begehren nach der Mutter durch den Namen des Vaters und durch den Eintritt in seine symbolische Ordnung der Sprache gebrochen wird. Der Eintritt in die Sprache ist bildlich gesprochen, insofern der Moment der Kastration. Durch Sprache wird das Infanz, aber auch vom passiven Objekt zum aktiven Subjekt und Täter. Man könnte nun den Lärm der Sprache mit der Sprache als solcher gleichsetzen. Sprache ist aber immer nur Surrogat für die Begierde im Allgemeinen. Valodia wähnt sich als souveränes Subjekt im Sinne der anderen Erwachsenen, obgleich Sprache an sich das Objekt der Begierde nicht ersetzen kann. Würde es also Sinn machen, Valodia als den Künstler bzw. Schriftsteller zu interpretieren? In den Texten bei Harms wimmelt es ja immer von Kindern, genauso wie von Alten. Es sind diese beiden Personengruppen, denen seine Faszination gilt. Aber was fasziniert ihn denn am Kind? Sind es die Freiheit und Verantwortungslosigkeit des Kindes? Ebenso wie bei den Alten, die bald tot sind und somit aller irdischen Probleme enthoben und frei sind? Ist das eine Reflexion der eigenen Rolle von Harms als Schriftsteller im kommunistischen System, wo er zwischen Geborgensein und Tod in einer Opferrolle hineingezwungen ist, wie Valodia in seinem Kindersitz? Mir scheinen hier verschiedene Interpretationsstränge denkbar zu sein. Einerseits ließe sich dieser Text autobiografisch auf Daniel Harms selbst beziehen, der sein Begehren nicht mehr frei artikulieren kann, weil er vom kommunistischen System in den Sessel hineingezwungen und zensiert wird. Hier wäre zu argumentieren, dass der Kommunismus durch seine doktrinären Vorgaben des sozialistischen Realismus die Schriftsteller durch Systemzwang infantilisiert, sodass sie ihre alte Sprache verloren haben und sich nur noch mit einem sinnentleerten Krach machen, mit der Rassel in einer Illusion von Herrschaft glücklich werden dürfen. Statt des kaiserlichen Herrscherapfels tragen sie bezeichnend die Kinderrassel in der Hand. Daneben ließe sich der Text aber auch sozialkritisch interpretieren, dass die Bürger im Sozialismus sich anpassen und mit der Rassel in der Hand zufrieden geben. Wenn sie dieses Rasseln glücklich macht, dann haben sie ihre Opferrolle angenommen und verinnerlicht. Sie freuen sich dann sogar darüber, dass sie mit der Rassel Lärm machen dürfen. Am einleuchtendsten wäre vermutlich eine metapoetische Interpretation, dass es Harms nicht um sich selbst, sondern um die Kunstschaffenden generell im sowjetischen Stalinismus der 30er Jahre geht. Dann könnte der Text als eine Kritik am Schriftsteller gelesen werden, der sich mit der Rassel zufrieden gibt. Daniel Harms will das Wunder, das Numinose und die authentische Unschuld des Kindes. Er verweigert sich einer totalitär gleichgeschalteten Literatur.
Hieraus leitet sich auch seine ganze Parodie auf die sowjetische Kinder- und Kinderbuchliteratur ab, weil dort das Ziel gerade nicht der mündige, verantwortungsvolle und reife Bürger ist. Eine falsche Erziehung durch das sozialistische Dogma führt von Beginn an in eine passive Opferrolle. Der Fokus liegt im Text von Harms, aber speziell auf dem Schriftsteller, der sich mit der Rassel abspeisen und vereinnahmen lässt, statt die Waffe zu erkämpfen und in die Hand zu nehmen. Ganz abschließend noch, der Text wurde auch als eine Allegorie auf Russland interpretiert. Russland sei ein Land, das sich im Vergleich mit und im Gegensatz zum Westen als rückständig empfindet. Im Gegensatz zu den anderen europäischen Nationen erhält es nur die Rassel und wird in den Kindersitz verfrachtet. Das steht in einer langen Tradition von Pjotr Tschaadajew, der in seinem ersten philosophischen Brief, der 1829 zuerst auf Französisch verfasst wurde und 1836 in der russischen Zeitschrift Teleskop erschien, Russland als geistig völlig unbedeutend bezeichnete und der russisch-orthodoxen Kirche die Schuld an der russischen Rückständigkeit gab. Nach der Veröffentlichung dieses Briefes ließ ihn Zar Nikolaus I. für verrückt erklären und verbot ihm weitere Veröffentlichungen. Tschaadajew arbeitete jedoch weiter und schrieb noch im gleichen Jahr die Apologie eines Wahnsinnigen. An Alexei Nawalny steht letztlich bis heute in dieser Tradition. Das ist der letzte Text, den ich zitiere, von Pjotr Tschaadajew nun. Wir leben nur in der begrenztesten Gegenwart, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, inmitten einer flachen Stagnation. Und wenn wir uns manchmal Sorgen machen, dann nicht in Erwartung oder mit dem Wunsche nach dem Gemeinwohl, sondern in der kindlichen Leichtfertigkeit des Babys, wenn es sich räkelt und seine Hände nach der Rassel ausstreckt, die ihm die Krankenschwester zeigt. Aus dem philosophischen Brief von Pjotr Tschaadajew von 1829. In dieser Tradition wäre Russland die Verkörperung des Babys von Europa. Volodya ist ja ironischerweise auch die Verkleinerungsform von Wladimir, was wir heute nicht nur mit Putin, sondern in Perspektive von Harms auch auf Wladimir Lenin zurückführen könnten. Vom altkirchenslawischen Wortstamm her semantisch Wladimir, derjenige, der herrscht. Aus der Gesamtpoetik von Harms heraus könnten wir aber auch so argumentieren, dass der Eintritt in die Sprache die konkreten Gegenstände durch die infiniten Buchstabe, Laute und Worte ersetzt und im Sinne von Lacan Volodya in die symbolische Ordnung eintritt. Die Spät-Avantgarde versucht mittels ihrer kindlichen Ästhetik die Subjektposition des Infants bzw. des Kindes als alternative Subjektivität zu usurpieren. Und ganz zum Schluss abschließend möchte ich zum poetischen Werk von Daniel Harms sagen, dass er für die russische Literatur aus meiner Sicht bis heute absolut zentral paradigmenbildend wurde. Aus meiner Sicht wären die Moskauer Konzeptualisten der 70er Jahre, Dmitri Prigov, Lev Rubinstein und Wladimir Sorokin, ohne die absurde Poetik von Harms überhaupt nicht möglich geworden. Gerade die Debinarisierungen von Harms eröffnen auch den Blick in die Postmoderne und ihrem Spiel mit den Signifikanten, die über die Signifikate hinweggleiten. Die Konzeptualisten nehmen die Topboy und Stereotypen der Sowjetunion und tragen sie maximal hyperbolisch so dick auf, dass das ganze kulturelle System durch dieses Verfahren implodiert. Und ich glaube, dass das eigentlich dieses Verfahren ist, das Harms in die russische Kultur und Literatur eingebracht hat. Die Konzeptualisten, die sich gerade dezidiert nicht als Dissidenten verstehen, weil sie eben innerhalb des Systems agieren, im Gegensatz zu den Aktionskünstlern der 80er Jahre. Ich würde sagen, dass Harms eigentlich über dieser binären Opposition von Dissidententum und Aktionskunst steht. Und ich hoffe, dass ich unter anderem, also Ihnen vor allem an der Poetik von Null und Noll, die in dieser Verkürzung natürlich eine Zumutung war, in dieser Verknappung und auch an der cisfiniten Mathematik und vor allem an dieser für mich großartigen Losung und Maxime Iskustva eta Schrab, die Kunst ist ein Schrank, ein bisschen etwas von dieser Poetik von Daniel Harms, den ich unglaublich gerne lese und wirklich toll finde, ans Herz legen konnte. Und um es mit Harms zu sagen, if sure, das ist alles. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt schalte ich, glaube ich, hier die PowerPoint auf.